Da oben, da kommt die Naht. Ah. Wann hat der Lockdown nochmal angefangen? Auf jeden Fall, ich habe mal wieder irgendwas gefilmt. Hab mal wieder meine Kamera mitgenommen. Hier sind die Videos. Viel Spaß. Warum sehe ich schon wieder so krass rot aus? Dienstagnachmittag, es ist warm draußen. Ich habe schon ganz vergessen, wie sich Sonne anfühlt. Let's go. Don't touch my glasses. Ah, ich hab gehört, wir klatschen jetzt Michels Ass. Ich hab ihn gerade angerufen. Das ist voll der schöne Tag. Super schöner Tag. Michel, was ist los bei dir, Digga? Ja, entschuldige. Digga, was ist los bei dir? Bruder, ich schwör, 15:15 sagst du, halbe Stunde, Bruder, halbe Stunde. 16:15, Bruder, 10 Minuten. So. 16:30 rufe ich dich nochmal an, Digga. Bruder, ich Digga, 10 Minuten, Bro. Erzähl. Halt deine Schnauze. Ich pack selber Situation. Nicht. Ich hab mir zwei Sachen mitgebracht. Ich hab Hosen bestellt und dann nochmal ein Hoodie bestellt. Die Hosen sind entweder angekommen, die Hoodies wurden mit den Hosen zweimal zurückgeschickt insgesamt. Und aber jetzt wohin? Bruder, ich weiß nicht, wo die den schicken. Ich weiß nicht, zum Paketzentrum. Die schicken es zurück und dann kommt ganz ordinarisch, rufen sie ihren Versender an. Wo Digga, wo hast du bestellt? JD's, kommt von UK. Okay. Digga, Versandkosten des Todes, ich schwör's dir, Digga. Bruder, ist die ganze Zeit wirklich, man kann ja auf der Map sehen, wo die fahren, ne? Ja. Hier ist meine Haustür, er ist vor meiner Haustür. Das war zum Schluss. Junge, ich hör schon so. Ja, sind schon ein paar Leute. Corona nicht existiert, ja. Vielleicht, Koppen? Ah, nee, Koppen wird auch voll sein, oder? Wie ist der Spot jetzt? Oben schon auch. Gipsdreieck. Das ist nicht so hell. Gipsdreieck. Ja, ist auch ein bisschen voll. Spot, wo man noch Sonne kriegt. Michel, einfach nur, weil du uns drei Stunden sitzt, also mich drei Stunden sitzt. Oh, meine Beine. Oh. Deine Beine? Meine Beine. Okay, Boys. Step check. Michel meinte, er ist 4 Stunden spazieren gewesen. Oh. Wo war den ganzen Tag arbeiten? Ich habe gar nichts, Digga. Wie viel? Ich habe nur 13.000, Digga. Wie viel? 13.000, nichts. 20.288. Ja, weak, Digga. Ja, Bro. Digga. Wer halt auch noch arbeiten gehen kann in diesen Zeiten, der... Und zum Smog. Hallo, herzlich willkommen bei Simon, Wu und Michel, auch genannt Rice Chicken Ginger. Heute besuchen wir den Lustgarten. Wir wollen noch ein bisschen Sonne catchen. Ist der so lustig oder warum heißt der so? Tschüss, Digga. Weil ich dich da jeden Abend fick. Hallo, Digga. Mein Sohn, wie geht's dir? Okay, ich lass sie mal.
Street Fighter. Ah, Michel. Oh, shit. Gewicht wurde abgelegt. Shit. Fight! Hier musst du hin. Safe kommt doch so. Kommst du so hoch? Der mit dem Kick, Alter. Ja. Der Digga, wo. Im Endeffekt laufen wir jetzt wieder im Kreis, kann das sein? Digga, im Endeffekt, dein ganzes Leben ist laufen, Kreis, und jeden Tag wieder nach Hause läufst. Oh, jetzt wird der poetisch. Weiter, weiß Worte. Mach weiter. Easy, was machen? Okay, Wettrennen. Emil versus Michel, keine Ahnung. Los! Bruh! Okay, du bist schneller. Oh! Bro, Digga! Nein, ist alles okay. Bruh! I got you, man. Zweites Semester. Das zweite Semester läuft jetzt auch schon seit 3 Wochen oder so. Ich habe die Woche frei, weil wir eigentlich Projektwoche hätten, aber Corona sind ein paar weniger Seminare, weniger Kurse, aber Arbeitspensum ist trotzdem noch da und Spaß macht es trotzdem noch. Wirklich, ist mega geil, no fucking joke, aber online. Ich meine, gebt euch mal das. Aus mediensoziologischer Perspektive wird der Medienbegriff, also deine Reihe von Disziplinen, in sehr unterschiedlicher Weise gebrauchen. Entsprechend lassen sich ein biologischer und physikalischer Mediengriff unterscheiden, die abgesehen von materiellen Medien, etwa Höhlenwänden oder Sand, als Ich war vorletzte Woche Freitag kurz in der Uni, um mein Semesterticket zu verlängern, und dann ist mir aufgefallen, ich war seit Oktober nicht mehr da. Ich meine, ja. So geil die Inhalte und Themen auch sind, und ich muss zugeben, so gut die Uni es auch schafft, den Online-Unterricht zu gestalten, es ist einfach nicht dasselbe. Ich meine, ich kann ja gar nicht mal mitreden. Ich habe ja nicht einen einzigen Tag irgendeine Vorlesung in der Uni gehabt. Wir hatten eine Einführungswoche, aber selbst die wurde auf der Mitte unterbrochen. Es ist einfach nur tragisch. Naja, vielleicht im dritten Semester. Vielleicht kann ich dann endlich mal zur Uni gehen. Klopf auf Holz. Donnerstag, das gute Wetter hat sich leider verabschiedet, aber solange es nicht regnet und über 10 Grad hat, ist alles noch okay. Zeit für meine Lieblingsaktivität in Corona-Zeit, denn spazieren gehen, yeah! Mami einen Stuhl gefunden auf der Straße. Oh, da ist ja noch eine Innentasche. What? American food for you. Just like that. Spicy. It's very spicy. How do you find it? Ich mag's. Schmeckt. Und dieses scharf mit Limette halt, ist einfach so geil. Mm. Wie viel in deiner Wohnung hast du eigentlich auf der Straße gefunden? Also das hier, das ist aber auch echt geil. Das ist auch echt das, der beste Fund. Das. Aber das tatsächlich, habe ich so ein Ding, vielleicht ist es ab jetzt vorbei, wenn ich es ausspreche, dass ich, wenn ich
Lange warte auf etwas. Also wenn du es auf einmal in meinem Hausflur steht. Ich wollte mir nämlich letzten Tisch kaufen für hier. Habe ich nicht gemacht. Lange nicht getan. Habe ich gefunden. Es ist richtig leise. Es klingt wie eine Zahnbürste. Es klingt wie eine Zahnbürste. Bist du jetzt Tattoo Master? Ink Master. Die Nadel siehst du hier, also das sind mehrere Nadeln jetzt. Drückt man hier drauf noch? Ah! Turn up that beat! Simon. Jetzt, oh. Das würde dir halt nichts. Also der gibt es 3,5, aber man soll 3,5 mm. Man soll nicht über 2. Da oben, da kommt die Nadel raus. You wanna tattoo my face? Oh Gott. Gehen wir noch ein paar Meter laufen. Mhm. Nice. Why is it so windy? I have no idea. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob man uns hört durch das Mikrofon. Ich habe keinen Windschutz drauf. Hanua, was sagst du zur Bundesnotbremse? Hanua, wenn Corona morgen vorbei wäre, was wäre das Erste, was ihr machen würdet? Tanzen gehen. Ja. Club? Ja. Ja, for sure. Späti. Tschüss. Oh, es ist doch kälter als erwartet. Ach, die drei sind jetzt nach Hause und ich bewege mich noch ein paar Meter, um meine 10.000 Schritte voll zu kriegen. Ja, ich will schauen. Das Video ist vorbei. Sorry. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, favorisieren, teilen, Xbox 360 gewinnen. Nein, Spaß, wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Video war. Ich habe das neue Mikrofon, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und das Wetter war okay und ich vermisse es irgendwie, Videos zu machen. Das Ganze ist so ein bisschen so ein Lockdown-Tagebuch. So ein Erinnerung aus der Pandemie-Ding. Keine Ahnung. Mal sehen, ob ich nächste Woche wieder was mache. Bis zum nächsten Mal, wie lange das auch immer sein wird. Bleibt gesund, bleibt aktiv. And keep on kicking ass. Bye bye. Was lässt sich abschließend sagen? Corona scheiße. Für Corona. Und hoch lebe der Sommer.